Hast du das Gefühl, dass du immer nur niedergeschlagen bist? Oder hast du das Gefühl, dass kein Mensch dich verstehen kann mit all deinen Problemen? Dann geht's dir wie zahlreichen Menschen auf dieser Welt. Und darüber möchten wir heute mal sprechen. Frühwarnungen für eine Depression. Depressionen, Traumata, Ängste, Sorgen sind ja meist immer Tabuthemen. Tabuthemen, die uns ein wenig davor zurückschrecken, offenkundig über unsere Emotionen und eben auch über unsere Gefühlswelt zu sprechen. Gerade mit Freunden, Bekannten, Verwandten möchte man sich nicht bloßstellen. Also auch so ein gewisser Selbstschutz vor einer negativen Reaktion. Vielleicht wird man ausgelacht für die Probleme, weil andere diese nicht verstehen, wie schon erwähnt, oder man hat sogar das Gefühl, deswegen diskreditiert zu werden. Wenn das der Fall sein sollte, macht dir nichts draus. Denn viele, wenn nicht sogar alle Menschen haben Sorgen. Vielleicht lässt nicht jeder seinen Alltag so davon beeinflussen, aber jeder Mensch hat Sorgen. Und wenn diese Sorgen überhand nehmen, ist es okay, wenn du aussprichst. Denn wenn du nicht aussprichst, dann hast du ein großes Problem, ein noch viel größeres Problem, als du dir vorstellen kannst. Denn wenn du niedergeschlagen bist, also das Gefühl hast, dass du keine Motivation aufbringst, dass du den Sinn des Tages nicht verstehst, dass du alles hinterfragst, was du so lebst und überall auch nur noch Negatives siehst, wenn du nur noch müde bist, wenn du angeschlagen bist, weil jegliche Form von Elan schon beim Aufwachen davongeflogen ist, und auch wenn du dich sehr isolierst, wenn du dich wegnimmst von Menschen, die dir einst mal gut getan haben, aber wo du einfach das Gefühl hast, die verstehen mich eh nicht, dann bist du auf einem ganz schnellen Weg in eine Depression. Und das gilt es zu umgehen. Eine Depression ist nämlich ein Zustand, den du nur mit harter Arbeit wieder bewältigen kannst. Deshalb ist es auch eine Krankheit. Und jede Krankheit möchte geheilt werden, so wie auch der Weg dorthin immer Symptome aufzeigt. Wenn du also spürst, du merkst, es wird immer anstrengender, im Kollektiv zu sein, du möchtest immer mehr Ruhe für dich, reflektiere. Weshalb suchst du die Ruhe? Ist es, weil dein sonstiger Alltag durch Arbeit, durch Familie, durch vielleicht Ärger in der Partnerschaft oder durch das Wertlosigkeitsgefühl als Single. Ist es das, was dich zurückziehen lässt? Oder weil du einfach niemanden mehr an dich ranlassen willst? Das sind feine Unterschiede. Regeneration muss auf jeden Fall geschehen, aber nicht unter dem Aspekt, dass du darauf eine Depression entwickelst. Reflektiere also, weshalb willst du dich zurückziehen? Wenn du beginnst, alles zu hinterfragen, deine Arbeit zu hinterfragen, deine Freundschaften zu hinterfragen, den Ablauf in deinem Tag zu hinterfragen, weshalb du überhaupt morgens schon abspülst deine Tasse, wenn du doch abends eh alles nochmal spülen musst. Egal, was du für deinen Alltag hinterfragst, überlege auch hier, reflektiere ganz klar, weshalb mache ich das? Will ich effizienter sein oder ist mir das alles gerade zu viel? Dieses alles ist gerade zu viel, vor allem diese Feinheiten, wie eine Tasse abspülen, die Wäsche machen oder auch einfach nur lüften, kann dazu führen, ein Warnsignal zu sein. Also auch hier, laufe nicht in dein Loch der Depression, sondern warne dich selbst. Dein Körper zeigt es dir. Dein Körper will dir mitteilen, es stimmt etwas nicht. Ich kompensiere gerade meine Gefühle. Ich möchte aber zeigen, ich möchte gesehen werden. Ich möchte aussprechen, was mich stört. Ich will diese Sorgen loswerden. Denn dieses emotionale Gerüst fällt erst in sich zusammen, wenn der Ballast von oben zu groß wird. Und daher gibt es für jede Stufe, jede Ebene auch ihre Warnsignale. Deswegen achte auf diese Warnsignale und nimm sie auch wirklich wahr. Dadurch kannst du einer depressiven Verstimmung schon mal die Stirn bieten und sie gar nicht erst zur Depression werden lassen. Das ist ein ganz wichtiges Fünkchen Hoffnung am Ende des Tunnels. Ja? Weil die Feinheiten machen sehr, sehr großen Unterschied für dich und dein Leben. Wenn du aber auch schon merkst, dass
du immer kränker wirst, dass du von Krankheit zu Krankheit hüpfst, wenn du von Kopfschmerzen zu Zahnschmerzen gehst, wenn du einfach merkst, ganz egal, was du durchstanden hast, es ist wieder irgendetwas, was mich klein hält, wieder irgendetwas, was mich in meiner Energie stoppt und vor allem auch das Außen, was anstatt für dich da zu sein, auch noch so Floskeln wirft wie, du bist ja eh immer krank oder warum wirst du denn nie gesund, ja? Anstatt für dich da zu sein, also eher Abneigung zeigt, dann auch hier ein großes Warnsignal. Dein System kann nicht mehr verarbeiten. Daher wird jede Schwachstelle einfach mit irgendwas infiziert, so gesehen, wird krank und zeigt Ruhe finden. In der Ruhe kannst du nämlich auch deinen Kopf sortieren. Und wenn du mental sortiert bist, kannst du Depressionen vorkommen. So sollst du natürlich für dich diese Warnsignale erkennen und im besten Fall mit einem starken Umfeld auch verarbeiten. Hast du finanzielle Sorgen? Sprech darüber, bevor es Ängste werden. Hast du Sorgen in deinem Liebesleben? Sprech darüber, bevor es Ängste werden. Und hast du Sorgen im familiären oder beruflichen Umfeld? Sprech darüber, bevor es Ängste werden. Denn aus Ängsten wird eine Manie und aus einer Manie führt man sich ganz schnell in einer psychischen Störung wieder, die nicht sein muss, wenn man sich auch mal schwach zeigt. Und dieses Schwäche zeigen bedeutet eben auch, sich nackt hinzustellen, auch wenn es unangenehm ist. Aber deshalb brauchst du auch Menschen, denen du dabei vertrauen kannst. Wir bei Timos Lichtblick sind keine One-Man-Show mehr. Ich habe mittlerweile ein wundervolles Team von Coaches aufgebaut, energetische Unterstützung mit dabei und es gibt auch kein Paket wie Selbstliebe-Paket, inneres Kind-Paket, Depressionspaket. Wir wollen nichts pauschalisieren. Du kannst dich, wenn du in die Videobeschreibung schaust, für ein Erstgespräch anmelden, wo wir uns wirklich 60 Minuten Zeit für dich nehmen, wo du all deine Sorgen mitteilen kannst und wir dir den bestmöglichen Weg aufzeigen können, wie wir dir helfen können. Oder auch Tipps und Tricks für den Alltag. Wichtig ist nur, dass wir in diesem Gespräch eine Einigung finden. Passen wir zusammen in der Arbeit oder auch nicht? Du wirst kein Angebot vorher bekommen, du wirst es im Call bekommen und darfst dich entscheiden, ob du deine Heilung, deine Wiedergutmachung möchtest oder ob du sagst, du machst es alleine, was vollkommen in Ordnung ist. Du bist nicht gezwungen, mit uns zusammenzuarbeiten, aber da wir als Expertenteam hier wirklich das Beste für dich geben und da stehe ich vollkommen dahinter, werden wir dir auch helfen, wieder in deine Kraft zu kommen mit deinem Personal Coaching, was es so nirgends gibt, weil es dein persönliches Paket ist. Lass gerne dein Like, dein Kommentar und dein Abo da. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam wachsen und denk immer daran, Selbstliebe ist mehr als nur ein Wort.